Zurück mit dem guten alten großen Link. Ist das nicht schön? Also ich finde es schon aufgrund der Fähigkeiten sehr schön. Und jetzt geht's weiter mit dem Geistertempel, den großen Abschnitten, nenne ich es mal so. Diesmal müssen wir den Weg entlang gehen. Und hier gibt's ein paar Kristalle, aber die nicht, oder ein paar Rubine, Silberrubine, allerdings die nicht ohne Tücken. Denn ein paar Steine rollen hier rum. Und vielleicht mache ich in diesem Part wirklich den größten Fortschritt aller Zeiten. Aber da einer da rumschwebt, ich denke mal, wir müssen da das Lied der Zeit spielen. Ich denke das nicht nur, sondern es muss auch so sein. Das Lied der Zeit, das geht wie folgt. Und wir müssen erstmal wieder ausrüsten. Gut, Auge der Wahrheit werden wir auch nicht mehr brauchen. Okay, ich konnte es auswendig. Weil solche Steine teleportieren sich ja immer wieder, wenn man da rummacht. Also es werden verschiedene Hymnen verwendet. Ach, da hinten findet man nur wieder eine goldene Skulptur. Oh Mann. Also hier findet man definitiv ziemlich viele, aber wie ich jetzt an den Kristall rankomme, weiß ich immer noch nicht. Wahrscheinlich muss ich einfach mit den Gleitstiefeln da rüberlaufen und dann halt mich fallen lassen. Und ich verdurste hier wirklich. Das ist nicht gut, aber jetzt haben wir wenigstens das geschafft. Die Steine, ja, also erstes Rätsel. Nicht so besonders, würde ich mal sagen. Und da haben wir so einen Sack, aber der kann mir im Prinzip komplett egal sein. Wir flüchten einfach schnell wieder. Denn ich weiß ganz genau, wo der Schlüssel reingehört. So, das geht jetzt auch irgendwie ein bisschen flott, aber ja, glaubt mir Leute, ich denke mal, der Dungeon, der hat noch irgendwas. Aber wenn er jetzt leicht wird, hätte ich auch nichts dagegen. Und warum muss dieser Sack immer dann da sein, wenn man nicht braucht? Sehr gut. Oh. Du hast dein Schild verloren, du hast deine Rüstung verloren, ganz toll. So, spuck's aus. Ja, feuerfeste Rüstung, Helia-Schild. So, ab nach oben würde ich mal sagen. Also ich würde sagen, das war die beste Dungeon-Musik. Da hat der Koji Kondo eine gute Arbeit geleistet. Okay, hier müssen wir mit den Reflexionen arbeiten. Die dieser Spiegel in sich hat und hier haben wir unsichtbar. Okay, da brauchen wir das Auge der Wahrheit. Ich hätte es nicht für möglich gehalten, aber wir brauchen es tatsächlich. Ich habe schon gedacht, ich könnte es für immer weglegen, aber die Ocarina werden nicht brauchen. Auch so eine Hand. Nein. Ich hasse dich. So, fallt runter. Das ist furchtbar. Kaum hat man irgendeinen blöden Gegenstand, muss man ihn immer wieder einsetzen, Leute. Gut, der Bogen, der wäre jetzt auch das einzige Dungeon-Item, das Multi verwendet worden ist. Was haben wir drin? Ein Herz, wundervoll. Auch wenn es diesmal nicht an Herzen mangelt. So, wir müssen eigentlich hinscheinen. Vielleicht steht da was in der Endzone. Bei welchem Schritt sind wir? Ja,
in der zweiten eine Falle und die letzte lässt einen Gegner auf euch los, okay? Das heißt praktisch, die goldene Mitte dieser Seite, da haben wir nicht richtig, da würden wir nicht falsch tippen. Also da ist die Falle drin und das ist das Richtige. Das ist the right. So. Jetzt müssen wir wieder Zeldas Wiegenlied irgendwo spielen. Sicherlich. So steht es zumindest in meinem Heft. In meinem elendischen Heft. Ist aber wirklich hilfreich. Also, da kann man nichts sagen. Oh Mann! Terror! Gottes Willen. Ich gehe da einfach nochmal durch. Wo müssen wir selber das liegen? Das Liegenwied, habt ihr verstanden? Das ist das Liegenwied, natürlich nicht. So. Dunkel wurde das Spielen. Auf der Hand der Statue benutzt den Enterhaken und an die Kiste, der auf die andere Hand auftaucht. Okay. Okay. Ist korrekt. Soweit. So gut. Sofort. Ja, da wollen wir nicht hin. In die altbekannten Räume. Gut, das ist auch wieder immer noch eine richtige Statue. Das ist die falsche Hand. Wir müssen auf die andere Hand. Oh. Unpraktisch. Wie kommen wir jetzt da wieder drauf? Ja, das nennt sich schlechte Vorbereitung. Und da draufsteigen können wir auch nicht. Würde mich auch irgendwie wundern, wenn. Verdammt, haben so gute Fortschritte erzielt in den ersten Minuten, jetzt lasst mich doch einfach diesen Dungeon durchspielen, also. Das muss doch drin sein. Wie kommt man da wieder nach oben? Vielleicht muss ich irgendwas mit dem Greifhaken. Ist ja klar, nichts ist unmöglich, also. Das Spiel möchte einen nicht in die Verzweiflung führen. Nicht in diesem Moment. Und das hatten wir schon im Wassertempel. Zu genüge. Um das nochmal zu betonen. Mit richtigem Elan. Okay, sanft gelandet, ist ja gut. Okay. Jetzt erscheint auf der anderen Seite die Truhe mit dem Schlüssel zu einer Tür, dessen Inhalt mir unbekannt scheint. Okay, ich hätte mich auch daran ziehen können, ich Genie meiner selbst. Ich muss mir einfach immer wieder sagen, es ist der letzte Dungeon. Es ist der letzte Dungeon. Nicht durchdrehen irgendwie. Ich muss da wirklich Verlinkungen reinmachen mit Geistertempel Teil 1, Geistertempel Teil 2, à la Domtendo. Ach so, hier, da hinten ist ja auch eine Truhe. Ist das ja nicht schön? So. Wozu dient eigentlich dieser Schalter? Das frage ich mich auch. Also, gut. Hier haben wir 5 Rubine, bringt natürlich mal wieder nichts. Da müssen wir mit dem Hammer draufschlagen, gell? Gell? Ja, manche werden dieses Item schon vergessen haben, weil es halt auch wieder ein Dungeon herliegt. Oder 2 Dungeons, eher gesagt. So, damit ist die Tür für immer geöffnet, aber wir wollen ja durch diese Tür da, ist ja unsere Verdächtige. So, ich ziehe mich jetzt da. Oh nein, jetzt habe ich mit dem Greifhaken getauscht. Hätte lieber mit dem leeren Bogen tauschen sollen.
Es ist furchtbar, wie das alles begrenzt ist. Okay, es tickt eine Uhr, das heißt, das Ding könnte theoretisch wieder schließen. Und da hinten haben wir das Gundula. Gut, meine Vermutung, dass wir da uns über den anderen Weg hinüberschleichen müssen, war dann vielleicht doch nicht so falsch. Also, immerhin. Ich muss ja auch mal Recht haben im Recht ist Recht. Gut, Recht ist Recht, was soll das sein? Oh, ah, da kann man sich rüberziehen. Wundervoll habe ich das kombiniert. Sherlock Lucas, der mit seinen Theorien immer wieder recht hat. Wäre ich da jetzt noch so dumm gewesen, wäre da runtergesprungen. Naja, also das wäre jetzt nicht so praktisch gewesen. Auf jeden Fall hole ich mir jetzt diese Spinne, wenn ich da hingucken würde, wenn links Augenumfang oder links Adleraugen, die er nicht hat, die er nicht vorhanden hat. Ja, wenn er sich darüber sein könnte. Aber es war nicht so. Da hatte ich gedacht, ja, ich muss nicht die perfekten Augen haben, dafür trage ich auch keine Brille. Also, gut, das habe ich jetzt absichtlich gesagt mit keine Brille, weil er denkt sich, ja, braucht ja keiner. Außer Lukas, der muss sowas haben. Was sag ich wieder? Das ist eine Unverschämtheit, aber es endet sowieso wieder im Selbstgespräch hier, deswegen geht es hier weiter. Hier haben wir wieder solche Statuen. Da gucke ich mal gleich, was man hier tun muss. Okay, ich weiß ganz genau, was ich zu tun habe. Den Feuerinferno einsetzen. Weil das sollten wir tun, wenn wir Energie haben. Okay, dann hier direkt nochmal, solange der Vorrat reicht. Und dich, der du auf eine andere Seite blickst, dich erledige ich mit einer traditionellen Handhab. Handhablichen Bombe. Okay. Was habe ich jetzt freigeschaltet? Ich habe die Tür unlocked, oder? Ja, mit dem Schalter hätte ich erledigen müssen, aber egal. Habe ich jetzt aus Versehen einen Bug ausgelöst? Also, das will ich natürlich nicht. Uiuiui. Ich habe Probleme. Nee. Scheint offensichtlich alles nach Plan verlaufen zu sein. Endlich mal was, was nach Plan verlaufen ist. So, Schritt Nummer 13 schon. Okay. Jetzt ziehe ich eine Statue mit dem Enterhaken voran. Dafür muss ich natürlich den Enterhaken erstmal wieder griffbereit haben. Und ich sehe, ganz durch schaffen wir es nicht. Aber das ist gar nicht so schlimm. Auch bleib doch drauf, Statue. Und halt mal, ist davon eine die richtige? Dann muss ich killen. Was sind das alles Wahnsinnige? Ja, mal so vier Statuen. Eine wird sicherlich draufstehen, also drauf stehen bleiben. Bewegt euch mal alle nach vorne. Selbst wenn ich jetzt hier sterbe,
Ne, die gehen alle zurück. Also wie geht es nochmal? Wenn da auf die Tür zu werden, da auf mich zukommt. Oh mein Gott. Okay. Also. Komm schon. Nein! Idiot. Komm schon. Ich habe eine gemütliche Sitzlocation. Oh Mann. Okay, gut. Gut, ich überziehe den Part wieder, ich weiß, aber das würde ich jetzt schon gerne lösen. Und der Akku meiner Kamera ist auch bald wieder leer. Also ich würde mal sagen, Leute, im nächsten Part erledigen wir das. Die Kamera muss laden. Also bis zum nächsten Mal. Ciao. War übrigens ein toller Part, endlich mal wieder. Nach langer Zeit.